Ja, hallo zusammen. Ja, ich habe jetzt ein paar Mal versucht, hier auf dem Kanal einen Livestream zu starten über den PC, aber irgendwie lande ich immer wieder bei meinem anderen YouTube-Kanal. Deswegen jetzt mal hier von hier aus übers Video eben. Kurze Erklärung, warum kein Video kommt mehr. Weil mich der Peter gefragt hat, wann kommt eigentlich das nächste Video? Und das war nämlich hier beim Tag der offenen Baustelle. Wie ihr wisst, war das an Ostern. Da habe ich zu ihm gesagt, demnächst. Sorry. Dann war das aber natürlich immer wieder der Fall, dass es dann geregnet hat. Und wo ich dann Zeit oder wo es nicht geregnet hat, hatte ich dann keine Zeit, weil ich Termine hatte. Jetzt, wo das Wetter gut ist und ich auch Zeit habe, ist es jetzt mittlerweile so, dass mein Körper sagt, hey, jetzt nicht mehr. Ja. Nur als kleines Beispiel, und da gehen wir mal geschwind hier auf den Kanal, und zwar habe ich hier ein Video veröffentlicht, und zwar hier, dieses hier. Das möchte ich euch geschwind zeigen. Ja, das ist Livestream heute, das möchte ich euch nicht zeigen. Das war das Livestream-Video, was fake gelaufen ist. Dann gehen wir einfach mal schon hier drauf. Also, das ist mein Drittkanal. Wer da Lust hat, darf da gerne mal drauf schauen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Da geht es halt einfach bloß um Spiele. Ne? So. Und hier könnt ihr ja schon lesen, Zwangspause wegen Schmerzen im linken Arm. So, und das zeige ich euch mal geschwind. Ja, dazu mache ich mal geschwind Mikro raus. Und zwar geht es jetzt. Muss euch leider eine traurige Nachricht machen. Und zwar tut mir jetzt seit ungefähr 3, 4 Tagen der linke Arm weh. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich irgendwie Mitleid will oder so, das finde ich überhaupt nicht. Es ist bloß so, dass ich den linken Arm im Moment brauche zum Spielen. Das heißt, wenn ich den Arm auf den Schreibtisch lege und spielen möchte, dann schmerzt der Arm. Und die Schmerzen sind in der Schulter, knapp unterhalb vom Ellenbogengelenk und stellenweise auch in der Hand. Das heißt, ich kann zurzeit nur bedingt spielen unter Schmerzen. Ich habe schon eine super Salbe hier, aber das hat alles bisher nichts gebracht. Ich muss jetzt da erstmal drüber schauen lassen vom Arzt und dann mal schauen, was der sagt. Und ich würde euch auf jeden Fall weiter auf den Laufenden halten. Ich werde jetzt auch privat nicht weiterspielen, also jetzt auf Stream, aber auch nicht im Multiplayer, auf unserem Community-Server. Was mir natürlich sehr weh tut, ne, weil ich gerne die Videos mache, aber es geht definitiv leider nicht anders. Ich muss pausieren, weil ihr wisst ja, Gesundheit geht vor.
deswegen muss ich da einfach mal kurze Pause einlegen. Und ich habe am Donnerstag einen Termin bei meiner Ärztin. Und dann werde ich mir mal eine Überweisung holen lassen zum Röntgen. Und dann werden wir mal schauen, was das ist. Aber jetzt im Moment so weiterzuspielen, hätte definitiv keinen Wert, weil ich dann immer wieder gucken muss, dass ich den Schmerz nicht ins Video übertrage. Deswegen, seid mir nicht böse, wenn jetzt im Moment kein Video mehr kommt, ab morgen, bis das vollständig geklärt ist und ich auch weiß, wie es dann weitergeht und was das ist und wie lange der Ausfall leider dauert. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten und ich hoffe, ihr seid trotzdem noch dabei. Das heißt, ihr zieht eure Abos nicht zurück, das würde mich natürlich sehr freuen. Aber definitiv jetzt gerade im Moment weiterzumachen, wäre echt fatal, weil ich weiß ja nicht, was es ist. Und ich möchte es auch nicht nur schlimmer machen. Ne? Und ich habe sowieso schon Probleme, nachts, wenn ich im Bett liege, zu schauen, wie ich liegen kann, dass das Ganze nicht schmerzt. Ne? Also von dem her gesehen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich gesehen bin. Bis dann. Tschüss. Ja, und das war das Video, was ich für den Kanal gemacht habe. Jetzt ist es natürlich so, ich weiß jetzt, was es ist. Das ist definitiv ein Tennisarm und jeder weiß, wo das schon mal gehabt hat, was das für Schmerzen sind. Sorry. Die Schmerzen wünschte ich natürlich nicht einmal meinen ärgsten Feind. Ja. Die wünsche ich eigentlich niemanden, weil man weiß überhaupt nicht, wie man den Arm heben soll. Auch jetzt, wo ich das Video mache, ich habe jetzt auch Schmerzen und weiß nicht, wie ich den Arm legen soll. Hab schon Schmerzmittel genommen, hab auch eingerieben mit der Salbe, aber wie gesagt, es sind immer noch Schmerzen da und ich habe erst am Dienstag beim Orthopäden einen Termin. Dann weiß ich auch definitiv, was ich machen muss oder machen kann. Wie lange der Ausfall dauert, weil das ist definitiv ein Ausfall, weil jeder, wo YouTuber weiß oder ist, weiß, dass es ein Ausfall ist. Zumal mein Bruder gestorben ist am 17.05. wollte ich mich eigentlich mit diesen Videos ein bisschen ablenken, dass ich an was anderes denke und jetzt, wo die Urnenbeisetzung sich nähert, kommt natürlich das immer wieder hoch und ich kann mich definitiv dann nicht richtig ablenken, weil ich eben bei dem einen Kanal keine Videos machen kann, aber auch jetzt hier keine Videos machen kann, beziehungsweise beim Magazin keine Videos machen kann. Ich finde es traurig, aber es ist so. Man muss auf den Körper hören. Ich habe leider die Signale vorher missachtet, sage ich mal so. Der Arm hat mir schon öfters mal wehgetan, dann habe ich den eingerieben. Dann war es gut.
jetzt hat eben der Arm gesagt, hallo, jetzt ist Ende. Na? Und jetzt muss ich eben gucken, dass ich das wieder in Ordnung kriege. Und wenn das in Ordnung ist, dann kann es auch mit Videos wieder weitergehen. Tut mir natürlich echt leid, weil ich ja echt jetzt durchgreifen oder ja, durchstarten wollte dieses Jahr wieder. Und dieses dann eben leider nicht machen kann. Ich hoffe, ihr bleibt mir alle treu. Haltet mir so gesehen die Stange. Und zieht eure Abos nicht zurück. Weil definitiv, ich komme wieder. Ja, sobald mein Arm wieder vollständig gesund ist, bin ich wieder am Start. Mach wieder Videos, weil ich habe auch schon mit dem Hubert einen Termin ausgemacht wegen, oder wollte einen Termin ausmachen, weil er mir noch was geben wollte. Was er aber geben wollte, sage ich jetzt hier im Video nicht. Das erwähne ich dann mal extra. Und an der Stelle möchte ich auch mal ein Dankeschön sagen an alle, die jetzt über die längere Zeit, wo keine Videos gekommen sind, außer jetzt letztes Jahr, dieses Jahr, von der Baustelle, tagtäglichen Baustelle, plus die Videos kamen, möchte ich erstmal ein Dankeschön sagen an alle, die jetzt noch hier geblieben sind. Und ich hoffe, ihr bleibt alle noch da, weil es geht definitiv weiter mit dem Kanal. Ich habe noch keine Lust aufzuhören und solange ich noch laufen kann, werde ich noch weiter Videos machen. Aber jetzt definitiv mit dem Arm hat es definitiv keinen Wert. Und ich muss schauen, dass ich bis zum Juli wieder vollständig gesund bin, weil da möchte ich wieder ins Ahrtal und das ist mein Bestreben. Dass ich bis dahin wieder fit bin, um eben dort auch wieder Videos zu drehen. Und ich hoffe, ihr bleibt alle bei mir, beziehungsweise bei meinem Kanal. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, natürlich auch für euer Verständnis. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Definitiv. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden mit Kurzvideos, wie es aussieht mit meiner Situation. Aber ich kann bloß nochmal an euch alle appellieren. Bleibt mir treu. Weil ihr seid nämlich echt die besten Abonnenten, die man jemals haben kann. Und dafür danke ich euch. Aber wie gesagt, ich komme definitiv wieder mit neuen Videos und mit neuen Emiladen. Und dann geht's weiter. Und deswegen bis demnächst. Wir hören und wir sehen uns. Und ich danke euch schon mal für euer Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Emil. Ciao, ciao.